ist die wohl berühmteste Puppe der Welt. Seit den 1960er Jahren ist Barbie nicht aus den Kinderzimmern wegzudenken, oder wie im Fall von Ricardo Perez aus dem Wohnzimmer. Der Frankfurter sammelt sie in all ihren Versionen und sieht in ihr gar ein feministisches Vorbild. Wenn Kultpuppe Barbie im ersten Realfilm zwischen der Barbie World und der realen Welt hin und herdüst, tat sie das in ihrer pinkfarbenen Corvette.